Es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie mich in eins dieser Dinger gesteckt hätten. Weil der Nanosuit genau das ist, oder? Ein Ceph-Exoskelett. Mach auf. Ihr verdammten Cell-Bastarde! Das werdet ihr büßen! Ihr Bastarde! Wo zum Teufel seid ihr? Psycho? Wenn ich den Cell-Bastard finde, der das getan hat, bringe ich ihn um. Das war's. Claire, mach die Tür auf. Warte.
Geht's dir gut? Ja. Geht's? Ja, halbwegs. Kalibriere Sensorsteuerung. Es dauert noch etwas. Kompensiere. Sind drin. Erfasst. Setz dich, Kumpel. Wir müssen ganz sicher gehen. Wenn wir den Anzug entwickeln, müssen wir den Nanitenstrom umleiten. Wenn er jetzt schon Self-Tank in sich hat. Nicht auszudenken, was dann passiert. Bist du sicher, du kriegst das hin, Boss? Tu es. Ich aktiviere die Gedächtniswiederherstellung. Filter. Wir haben ihr Wesen grundlegend verändert. Aber angesichts eines Feindes mit einer so starken technischen Qualität, wir mussten wie sie werden. Wir haben ihre Dopaminrezeptoren blockiert, um ihren Verstand zu schützen. Ohne sie würde der Schwarmverstand sie vernichten. Die Dopaminblocker sind weg. Ich registriere kritische neurologische Veränderungen. Er müsste jetzt eine saubere Verbindung mit den Seth herstellen können. Was ist das? Michael! Tu das nicht! Warum nicht? Nein! Es wäre nicht gut. Aktion ab. Danach ist der Nanosuit vollständig entfernt. Subjekt 8A. Sergeant Michael Sykes. Funktioniert. Du. Noch etwa optimal. Allerdings ist ein beschleunigter Verfall zu erwarten. Das bei uns deshalb? Oder hast du nur so getan? Deswegen? Weil du dich verdammt nochmal schuldig fühlst? Michael, bitte hör mir zu. Du bist der Grund, warum ich... Ich bekämpfe Sal wegen dir, weil... Wenn du dich schlecht fühlst, ist es okay, oder? Ich musste das Wenn es dir ach so leid tut, Claire. Wieso musste ich es so erfahren? Warum hast du es mir nicht einfach gesagt, du verlorenes? Sag, hör mir zu. Du weißt, wie das läuft. Schreie und dass sie keine Wahl hatte. Sie hat getan, was sie tun musste. Keine Wahl? Ich weiß, was ich getan habe. Sie hat nur getan, was ihr gesagt wurde? Hat nur Befehle befolgt? Was ist denn das für eine Scheiße, Prophet? Und ich Aber eines sage ich dir, sie hatte recht, was dich angeht. Damit fertig werden. Du könntest genauso gut eine Scheißmaschine sein, weil du nichts Menschliches mehr an dir hast. Okay, Menschlichkeit war nie deine Stärke, aber Herrgott nochmal, sieh dich an! Wessen Gesicht verbirgt sich heute unter diesem Helm, Prophet? Hast du überhaupt noch ein Gesicht? Wir mussten alle Opfer bringen. Du hattest die Wahl, Mann. Jeder hat die Wahl. Ich hab dir alles gesagt, was du wissen musstest. Erinnerst du dich an die hier? All die Männer, die unter deinem Kommando gestorben sind, weil du nur Befehle befolgt hast. Weil du keine Wahl hattest. Genau wie sie. Zeig euch. Nein, Mann. Nimm deinen Anzug und führ deine eigenen Kriege. Wie immer. Michael! Warte! Nein, Claire. Er hat recht.
Lassen Sie ihn gehen. Oh Gott. Es gibt Neuigkeiten über Red Star Rising. Hören Sie genau zu. Archangel ist eine wichtige Regulatorplattform in Cells neuem drahtlosen Energienetz. Aber das ist noch nicht alles. Der gewaltige Energiespeicher des Systems kann auf eine flächendeckende Energiewaffe umgeleitet werden. Das bedeutet die sichere Vernichtung feindlicher Elemente und die Entvölkerung ganzer Großstädte. Einige Protokolle sehen den Einsatz von Archangel in verschiedenen anderen Szenarien vor. Im Falle einer Bedrohung durch Seth der Stufe 3 leitet Archangel automatisch das aggressivste aller Protokolle ein. Red Star Rising. Oh Gott. Sie werden New York zerstören. Totale, orbitale Vernichtung. Warum kann sich Cell nicht einfach von mir fernhalten? Wir müssen alle evakuieren. Das wäre Zeitverschwendung. Ich muss so viele Leben wie möglich retten. Nein, das nützt nichts. Es wird sein wie auf Ling Shan. Archangel hat einen riesigen globalen Energiespeicher. Sie speisen diese Energie in den Alpha-Self ein und er schießt ein gewaltiges Loch in die Erde. Danach wird es keine Erde mehr geben. Was können wir dann tun? Mit einem Mindcarrier verbinden. Wenn ich in ihre Köpfe komme, kann ich sie vielleicht wieder schlafen schicken. Wenn es keine Seth-Gefahr gibt, pfeift Cell Archangel zurück. Ja, okay. Sie hatten schon Probleme, sich ihnen zu entziehen, als ihr Hirn geschützt war. Wir haben alle Sicherungen abgeschaltet. Die Naniten in ihrem Anzug sind also frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Sie könnten selbst ein Seth werden. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen.
Ich. Wir sind fit verbunden. Prophet? Prophet? Sind Sie da? Sind Sie okay? Sie greifen Sie nicht an? Mein Gott. Sie halten Sie für einen Seth. Nein, tun Sie nicht. Sie denken, ich bin der Alpha-Seth. Prophet! Prophet! Das ist zu gefährlich! Sie verlieren sich an die Seth! Prophet! Lauren! Nein! Nein, ich bin okay! Alles gut, alles gut. Ich spüre den Schwarmverstand. Er ist so mächtig. Das ist es. Ihre Gedanken und die Energie ist ein und dasselbe, wenn ich nur... Scheiße. Was ist das? Der wahre Alpha-Seth. Sie müssen darauf kommen. Ich erleide keinen Schaden. Seth-Waffen sind mächtiger. Es ist vorbei.